so. Samstagabend, 5. Juli 2014. Ich befinde mich gerade auf dem Weg ins Dorf zum Abendessen. Und das sind so die meine Wegbegleiter. Krebse! Überall Krebse. Ja, und hier. Besonders hier. Ich bin hier gerade vorne in El Hadin. Hier, wir verstecken uns dann in den Löchern hier, in den... Da. Mhm. Und dann hier. Weiter weggehen. Wir hängen direkt an der Wand. Mhm. Und wir haben Angst. Okay, ein bisschen sehr ruhig. Und der Hund folgt mir natürlich wieder. Darf nicht wahr sein. Okay, und das ist ein bisschen, ja hier Krebse, Krebse ohne Ende. Haut ab. Ja, hier so. Na, hier sind sie. Da, auf dem ganzen Weg, da hier. Hier rennen weg. Manchmal wollen sie sich auch direkt hier unter den Füßen so verstecken. Das ist die Krebs, Landkrebszeit hier. Ach, hier mehr. Da muss man schon aufpassen, dass man da nicht drauf tritt oder so. Ach, hier seid aber auch. Wo sind die denn jetzt? Also hier. Die sind aber auch schnell, ne? Also, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich jetzt diesen Weg hier schon entlang gelaufen bin am Meer. Also, ich würde mal so annehmen, von den 20 Jahren, die ich hier bin, war ich ja nicht immer 365 Tage hier, aber doch schon laufe ich ja den Weg noch nicht einmal am Tag, sondern mehrere Male. Infolgedessen würde ich sagen, ein paar tausend Mal bin ich doch schon hier entlang gelaufen. Und doch ist es immer wieder anders. Ich liebe diese sogenannten Hibiskusblumen, die sind echt super, ne? Ich finde echt so, aber ihr kennt ja nicht die Serie, die Jetsons. Ich finde, das sieht so aus wie Ablade. Wie wo ist denn das hier? Wo die doch ihre Häuser hatten, wo die mit ihren Spaceships gefahren sind. Und der Hund folgt mir natürlich. Ach, so ein Bötchen ist gerade auf dem Weg. Zurück nach Kajate, kann man überhaupt gehen? Da. Mhm. Und man hört die Wintermusik, Musik im Hintergrund, die sich dann doch schon manchmal so anhört wie bayerische Blasmusik. Jetzt muss ich dem Hund sagen, dass er mir folgen soll. Ich habe totales Drama mit der, weil die hat so einen Hautausschlag und ich kann die überhaupt nicht anfassen. Die haut immer direkt ab. Oh, jetzt sehe ich gerade diese Blumen. Wo dieser Baum hat ja schöne Blumen. Mhm. Mal gucken, ob ich da näher rein dürfen. Mhm. Das ist hier also Isabel's Beach. Der ist, wie heißt der denn? Flut. Ebbe und Flut, High Tide. Und die Eselscheiße liegt da auf dem Weg hier, ne? Dort kann man dann zwei Seiten sehen. Ich sehe das wie mein eigenes Scheiß, den ich, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Okay. Isabel's Beach. Ach, halt ich mal lieber aufs Meer, ne? Weil während ich laufe. Noch mal einen Blick zurück. Ja. Ah ja, die Isabel. Ah ja, Isabel. Und gleich kommt jetzt hier noch so ein Bächlein. Ich bin schon spät eigentlich. Mal gucken, wie weit dieses Bächlein ist, dieser Bächlein. Ich kann schon kein Deutsch mehr sprechen. Und Tauben. Die Tauben kommen übrigens auch ins Haus geflogen und essen das Hunde- und Katzenfutter. Also
hat ja jetzt seit einem Tag nicht geregnet. Also normalerweise ist das hier alles dann total stürmisch und geht dann hier ins Meer. Hier ist nochmal so ein Strangler-Peak. Ein kleines Bächlein. Und hier diese Aussichtsbank, die wurde gerade erneuert. Ist total auseinandergefallen. Das kann man dann halben Weg sich schön hinsetzen und sich ausruhen. So sehe ich heute aus, weil mein Regenhut auch von, wo habe ich den gekauft? Chibo. Mein Chibo Regenhut. Nur von zwei Seiten aus. 3 €. Hat mir schon sehr geholfen. In allen möglichen Situationen. Ich habe dieses super Kleid gefunden. Ist total dünn und weich und weil es ist schweineheiß hier. Obwohl Schweine schwitzen ja gar nicht, habe ich gehört. So, ich mache jetzt mal aus, weil der Weg ist uns zu lang. Ne? Dauert nur noch ein paar Minuten, aber ist egal. Okay, das war für meine Freunde, deutschen Freunde auf Facebook. Okay, Grüße aus dem heißen Jalapa-Dschungel. Bis bald. Das muss ich jetzt einfach noch dazu fügen. Ich habe ja so einen Filmmaker. Also ich bin jetzt ein bisschen weitergegangen und hier haben wir dann die verschiedensten Vögel. Pelikane, Seemöwen. Die sitzen dann hier so zusammen. Hier sind nur die Seemöwen. Hier ist das Dorf. Claudi? Wolkig, gewölbt. Schickt euch auch ganz die Wolken, ich habe einen Regenschirm mit. Da kommt einer angeflogen. Vor mir läuft der Schweiß total meinem Gesicht runter. Man braucht hier so Schwitztücher. Okay, ich mag ja auch den riesigen Stein hier auf dem Weg. Echt schön. Burgbier. Das mache ich aber wirklich aus, ne? Der Himmel sieht aber auch geil aus. Ach guck mal, da ist ja doch wieder ein Engel. Here we go. Da ist doch ein Engel versteckt. Den sieht man in der Kamera besser. Hier, das sieht man. Und diese sogenannten Lucien. Kannst du nicht sehen, die sind so klein, die stechen nicht gerade wieder. Okay, also go. Tschüss. So, ist das jetzt an? Ja. Ich kann mir nicht helfen, ich musste jetzt nochmal die Katzen hier mitten auf dem Weg liegen. Das ist jetzt nur noch der dritte Teil, den ich da drauf mache. Ne, guck mal, was für ein Gesicht. Guck mal hier das Gesicht. Guck mal hier einmal rein. Voilà. Okay. Die liegen hier so mitten auf dem Weg, klar, ne? Boca, du alte Ratte. Ich krieg dich noch mal. So, ich werde jetzt nicht da drauf haben. Ohne mir Lapa. Ne? Ja, Englisch oder Spanisch, what? Englisch. Yeah. Ohne mir Lapa. Ne? Und wenn der Laien wäre... Oder all kinds of animals. Yes. Okay.